riesig, dass das Klettergerüst, auf das wir jetzt ewig lange gewartet haben, also genau genommen 2 Jahre, endlich steht, der Fallschutz gelegt ist, auch vorhanden ist. Und außerdem haben wir heute unser Riesensommerfest an der Urbanus-Grundschule. Unser Sommerfest 2024 mit Superspielestation und dem Superwetter. Also die Schule hat gesucht nach Geldgebern, um zu gucken, wo können wir noch Geld generieren. Da wir wussten, dass es hier in Huckade mehrere Leute gibt, unter anderem die Zahnarztpraxis Spranke, hat die Frau Sakulski, die stellvertretende Vorsitzende des Fördervereins, hat den Kontakt dort aufgenommen und dort mal nachgefragt, wie es denn aussieht, ob man helfen könnte. Und dadurch ist der Kontakt zustande gekommen. Also die Kinder haben sich dafür entschieden, weil tatsächlich das am wichtigsten ist, weil dort am meisten passiert, am meisten draufgegangen wird und der Schulhof sonst tatsächlich recht öde gewesen ist und das für die Kinder einfach am wichtigsten ist. Der Verein Gold für Kinder ist ein gemeinnütziger Verein, der Kinder in der ganzen Stadt Dortmund unterstützt. Und dieser leere Fleck, den wir jetzt hinter uns sehen, wo jetzt ein wunderschönes Klettergerüst steht, der war sehr, sehr lange leer. Und deswegen war es unser Herzensprojekt, in Huckade auch einmal uns zu engagieren. Das ist eine Summe, die die Patienten für Dortmunder Kinder gespendet haben. Das heißt, wenn ein Patient eine alte Goldkrone oder eine Prothese, wo Goldanteile drin sind, nicht mehr braucht, wird die bei uns eingesammelt, wenn der Patient das spenden will. Und am Ende des Jahres setzen wir uns im Verein zusammen, schmelzen das Ganze ein, verkaufen das Ganze und der Erlös kommt dann natürlich dem guten Zweck zugute. Eigentlich haben wir ja gehofft, dass letzte Woche das Klettergerüst aufgebaut wird, dass Schnellbeton gelegt werden konnte, gesetzt werden konnte und dass es so schnell trocknet, der Beton so schnell trocknet, dass die Kinder jetzt zum Sommerfest zur Eröffnung das Spielgerät auch bespielen können. Allerdings gab es da Probleme beim letzte Woche Montag, als die alten Betonteile entfernt werden sollten, musste ein größerer Bagger her. Und der kleine Bagger hat es nicht geschafft, da musste eine neue Firma gefunden werden. Die Firma hat es dann geschafft und wir sind, und deshalb musste ein bisschen, nochmal improvisiert werden.